und herzlich willkommen zu Pound Attack. Es ist früh morgens und ich trainiere am liebsten direkt in der Früh. Das hat verschiedene Vorteile. Erstens fühle ich mich danach super und nehme die ganze Energie mit in den Tag. Und außerdem hast du natürlich dein Training dann schon hinter dir. Das heißt, es kann einfach nichts mehr dazwischen kommen. Das Problem ist immer nur so ein bisschen, dass ich immer nicht so richtig weiß, soll ich davor was essen oder nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich groß frühstücke davor, dass ich dann nicht mehr anständig trainieren kann. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, was ich trainiere. Ich kann sehr gut auf nüchternen Magen laufen, aber für die Workouts merke ich, da fehlt mir dann so ein bisschen die Energie. Und damit der Magen nicht voll ist und ich halt irgendwie dann schon total schlapp bin, mit Verdauung beschäftigt, mache ich das immer so, dass ich morgens am besten eine Kleinigkeit esse. Und am allerbesten funktionieren da für mich kleine, also nicht so Riesenportionen von leckeren, ganz frischen Smoothies. Die haben auch den Riesenvorteil, dass sie schnell gehen, den Magen zwar füllen, sodass du nicht mehr so ein Hungergefühl hast, dass du Energie bekommst, aber dass du dich halt nicht so pappsatt fühlst und dich nicht mehr bewegen kannst. Und dafür nehme ich eigentlich immer alles, was ich gerade noch so da habe. Ich habe immer ein Riesensortiment an Gemüse und Obst zu Hause. Und heute möchte ich dir zeigen, was ich jetzt gleich vor meinem morgendlichen Lauf, ich werde heute laufen gehen, geplant sind so 10 bis 12 Kilometer, und was ich da vorher für einen Smoothie mir zubereite, damit ich die 12 Kilometer locker durchhalte und nicht zwischendrin total Hunger bekomme. Hier siehst du, was ich für meinen Smoothie benutze. Ich habe einmal hier eine Handvoll, kleine Handvoll Heidelbeeren. Das ist eine halbe Banane. Da würde ich eigentlich auch eine ganze nehmen. Das ist ganz ehrlich die Banane, die meine Tochter heute Morgen übrig gelassen hat beim Frühstück. Hier ein bisschen Spinat. Ich nehme am liebsten eigentlich frischen Spinat. Hatte ich jetzt nicht mehr. Deshalb ist das ein Stück so angetauter Tiefkühlspinat, Babyspinat. Natürlich kein Rahmspinat oder so. Also ganz normaler Bio-Baby-Spinat. Dann hier ein paar Erdbeeren und noch ein größeres Stück Wassermelone, und das Ganze kommt jetzt einfach in den Mixer. Und fertig ist ein einfacher und super leckerer Smoothie. Ich muss zugeben, durch den Spinat sieht es immer von der Farbe nicht so toll aus, aber es schmeckt richtig, richtig lecker, vor allem wenn du versuchst, möglichst reifes Obst zu nehmen. Ich habe jetzt bei diesem Smoothie auch gar kein Wasser dazu gegeben, dadurch, dass die Wassermelone schon genug Flüssigkeit hat. Und das werde ich jetzt trinken, und dann habe ich das Gefühl, dass ich schon mal so ein bisschen was gefrühstückt habe. Mach mal einen Sport, zieh das hoffentlich mit viel Energie durch, und dann gibt es danach ein weiteres Frühstück, denn ich finde diese Smoothies zwar richtig gut und sie können in einer größeren Menge auch eine Mahlzeit ersetzen, aber ich habe es einfach ganz gerne, gerade nach dem Sport, wenn ich dann auch noch was zu kauen bekomme. Wenn du Lust hast auf noch mehr Smoothie-Rezepte oder andere Rezepte, dann hinterlass mir doch bitte einen Kommentar hier unter dem Video. Klicke auf Gefällt mir und teile das Video mit deinen Freunden, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.